Guten Tag. Ich habe heute etwas Ungewöhnliches vor. Ich möchte eine Lehrveranstaltung ankündigen, nicht absagen, sondern ankündigen. Ich werde, manche wissen es vielleicht schon, die Vorlesung Römisches Privatrecht in diesem Sommersemester als Online-Veranstaltung anbieten. In den ersten beiden Semesterwochen ab dem 6. April, also ab dem kommenden Montag, und dann in der Woche vor Ostern und in der ersten Woche nach Ostern. Es wird kleine Videofilme geben, Foliensätze, Lehrmaterialien, und es wird die Möglichkeit geben, am Schluss, am 24. April, eine Klausur zu schreiben und damit den Grundlagenschein zu erwerben mit einer E-Klausur, die von zu Hause aus geschrieben wird. Ich würde aber hoffen, dass das nicht nur eine Veranstaltung ist, mit der man zu Anfang des Semesters schon den Grundlagenschein bekommen kann, sondern zugleich auch eine interessante und spannende Veranstaltung. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, warum das römische Recht so viel mit unserem Recht, vor allem mit dem BGB, zu tun hat, warum man so viel über das BGB lernen kann, wenn man etwas über das römische Recht lernt, warum man auch viel über die Rechtsordnung unserer Nachbarn in Europa lernen kann. Und ich möchte vor allem mit Ihnen zusammen herausfinden, wie es sein kann, dass ein Volk, man könnte sagen, von Kriegsgewinnlern, Sklavenhaltern und Großgrundbesitzern vor 2000 Jahren eine Rechtsordnung geschaffen hat, die bis heute vorbildlich ist. Wenn Sie Lust haben, sich das anzuschauen, dieses Experiment mitzumachen, dann können Sie sich über die Einzelheiten, wie das ablaufen soll, auf StudIP informieren. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere dabei wäre ab nächster Woche. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.